Zurück zu Pokémon SoulSilver. Wir sind jetzt gerade hier immer noch in der, also offiziell anscheinend im Steineichenwald, obwohl ich eben noch hier auf Route 34 war, bin über Surfer in irgendein geheimes Eckchen gerudert und habe jetzt mit Sicherheit noch einen Kampf vor mir. Ich tausche jetzt aber an Position 1 Vati. Obwohl Vati vergiftet ist. Oh, ich habe Tentoxa am Team. Weil ich da noch den Spot anscheinend auf hatte. Dann gucken wir uns kurz den Bericht an. Tentoxa ist zaghaft und nickt auch oft ein. Was haben denn die ganzen Pokémon? Narkolepsie? So, Fähigkeit ist neutral, Torso. Verhindert Absenken der Statuswerte eventuell. Eventuell? So, hat Umklammerung, Säure, Giftspitzen und Blubstrahl. Ja. Ist ein bisschen lediert, die Hälfte des Teams. Macht aber überhaupt nichts. Ich setze jetzt Vati an den Anfang und bin mir sicher, dass jetzt hier der nächste Kampf kommt. Edna. Okay. Edna Moos. Du warst gemein zu meinen kleinen Schwestern. Ah, was heulen denn immer alle so rum? Das gehört halt dazu, mal zu verlieren. So, Astrainer Edna. Hier hat Muschas. Also streckt die mir jetzt schon direkt hier die Zunge raus. Bluh. Gut. Dann hat sich ja Vati schon gelohnt. Ja, ja, ja. Na, ja, das passiert jetzt 10 Runden, oder? Was machen wir jetzt? Und ich werde weiter durch das Gift verletzt. Das ist ja herrlich hier. So. Erstmal eine Paralyse. Hallo, wie sah das denn aus? Das sieht gerade ziemlich doof für mich aus. Hallo? What? Super. Kommt mir überhaupt nicht gerufen. Dann brauche ich jetzt ein Lorblatt. Oh, Muscha ist immer mit seinem Schutzschild hier. Das fängt ja schon super an. Das gibt's doch nicht. Weil das mit dem Schnapper, das war aber wirklich gefährlich. So, jetzt hat die auch noch einen Austoss. Hm. Level 28 auch noch. Uiuiui. Aurora-Strahl. Oh! Oh! Nee! Nee! Oh, nee! Nee! Das soll jetzt nicht euer Ernst. Was mache ich denn jetzt? Warum? Ich bin gleich kaputt. Nein! Ja. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, Geld zu verlieren oder so.
Hatte ich nicht schon einen Beleber? Ja. Wen nehme ich? Eigentlich wäre Vati am schlauesten. Jetzt musste ich echt meinen Beleber verbraten. So, ich nehme jetzt erstmal Felino, um Vati noch ein bisschen zu peppeln. Und danach muss ich ganz dringend in irgendein Pokémon Center. Reichen 20? Ja, gut. Gut, komm, damit kann ich leben. Vielleicht bleibt Felino trotz Level 6 standhaft. Nee, leider nicht. Schade. Boah, das ist das erste Mal, dass ich hier richtig ins Schwitzen komme. Ui. Obwohl, nee, ist nicht das erste Mal, aber... Ah. Dieser blöde Aurora-Strahl. Stopp, 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 stopp. Ah. Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Ah, 200. Was für eine Verschwendung. Aber ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen. Das ist so klar. Stopp! Ich muss irgendwie angreifen. Was soll ich machen? Stopp, 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 stopp! Ah! So viel Preisgeld! Bin bestürzt. Was ein Mist. Was ein Mist. Wer hat sich das da ausgedacht? Jetzt nicht. So. So, die haben wir jetzt auch schon in der Reihe. Das ist doch... Das war jetzt doof. Das war wirklich, wirklich doof. Ne, ich hatte ja direkt von Anfang an auch eins weniger. Oh, ich hatte so viel Geld. Ärgerlich. So, wo bin ich? In Dukatia City. Okay. Dann kaufe ich mir jetzt erstmal ein bisschen was. Ach, ich habe alles verschwendet. Ich habe alles verschwendet, was ich hatte. Und es hat nicht geholfen. Ich brauche mal ein paar Supertränke. So, Übertrank macht noch keinen Sinn zu kaufen. Ach ja, stimmt. Ich brauchte ja auch noch kein Gegengift, sondern Aufwecker, ne? Die hatte ich ja auch das letzte Mal nicht dabei. Vielleicht nehme ich noch einen Hyperheiler. So, und ein paar Pokébälle nehme ich noch mit.
So, und dann wird die jetzt gleich auf links gezogen. Mir reicht's. Also, die hatte Mushas und Austors. So, und ich bin immer hier an der Küste entlang gefahren und bin im Steineichenwald irgendwie gelandet. Weil ich. Das kann doch nicht sein. Lasst mich in Frieden. Ich guck gleich mal, ob ich einen Schutz dabei habe. Obwohl ich weiß nicht, ob da nicht doch noch irgendwas Seltenes lauert. Anscheinend nicht. Also hier sind überall Tentacher. Es war schon echt hoch gelevelt, das Ausdorst. Das ich möchte jetzt aber auch wissen, was das für ein geheimer Ort war. Das ist nicht euer Ernst. Ein Tentoxa. Wie schön. Ich wette, das lässt mich jetzt nicht fliehen. So wie ich es kenne. Ich wusste es. Ja, leider paralysiert. Ich bin leider eingewickelt. Barty braucht mal ein paar effektivere Attacken. Oi. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft. Ja, super. So. Ja, Tentara ist ja gut. Dann setze ich mal meine ganzen Tränke ein, weil im Endeffekt brauche ich die jetzt nicht mehr so häufig, weil die ja nur 20 Punkte auffüllen. Die nützen mir nämlich im Kampf gar nichts mehr. Ich werde die jetzt erstmal paralysieren direkt. Ich denke so, ha, ich habe dich doch schon mal gesehen. So, Edna, bring it on. So, ich hoffe, das hilft ein bisschen. Ja, das hat sich schon sehr gut bezahlt. Okay. So muss das gehen.
Nee, ich will nicht wechseln. So. Das, dasselbe Prinzip machen wir jetzt. Das klappt doch schon direkt besser. Alles klar. So, nimm das. Level 26. So, Edna. Nein, ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Na, bisschen Geld haben wir wieder plus reingekriegt. Du bist zu stark. Ich hatte keine Chance. Hier, das hast du dir verdient. Energiekraut? Okay. Tut mir leid, dass ich dich aus heiterem Himmel angegriffen habe. Ich dachte eigentlich, wir wären hier unter uns und bin deshalb ein bisschen erschrocken. Ich auch. Ich auch. Ich bin da auch total ein bisschen erschrocken. Wie hast du diesen Ort gefunden? Das hier ist unser Geheimversteck. Ich weiß es auch nicht. Lass uns bei der Gelegenheit doch gleich Freunde werden. Ah, die sind ja jetzt hier echt versöhnlich. Also hier ist nicht mehr als die hier. Super. Hat ja total gelohnt, zurückzukommen. So, und jetzt beeilen wir uns. Wäre fast gut gegangen. Na, Gott sei Dank ein Tentara, dann können wir noch fliehen. So. Ich renne gerade absichtlich in die Richtung des Steineichenwalds. Denn hier ist auch noch mal so ein bisschen Wasser. Ein Enturon. Holla, holla. Das wird direkt paralysiert. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich es mit Tackle aus Versehen kaputt mache. Nee, gut. Dann machen wir das doch. Super. Okay. Unentschieden. Ja. Ah, Mist. Stopp. Okay. Macht nichts.
Yes! Wir haben Enteron gefangen. Enteron, eine Ente vom Typ Wasser, 1,7 Meter. Oh Gott, dann ist Enteron größer als ich. 76,6 Kilogramm schwer. Es taucht bei Sonnenuntergang am Wasser auf, leuchtet seine Stirn, setzt telekinetische Kräfte ein. Dann hätte ich jetzt aber auch liebend gern eigentlich einen Enton. Ah, Angelo. Hallo, ich bin es, Angelo. Alles klar. Hör dir das an. Neulich habe ich ein wildes Zentara besiegt. Als ich es meinem Sohn erzählte, sagte der nur, das könne er auch selbst. Er ist wirklich aufsässig geworden. Vergisst du auch nicht regelmäßig deine Mama anzurufen? Hallo? Ah, Chi, du bist es. Ist bei dir alles in Ordnung? Da scheinst du aber viel um die Ohren zu haben, nicht wahr? Aber das wird schon schief gehen. Schließlich bist du ja eine Kämpfernatur. Nebenbei, du hast... Wow! 11.368 Poké-Dollar gespart. Willst du weiter sparen? Ja. Das wird uns sehr für die Liga noch zugutekommen. Dass ich mich echt gut ausrüsten kann mit... Nee, das will ich gar nicht, aber... Was ist eigentlich mit diesem Itemradar? Jack, ich habe keinen Zerschneider. Oh nein. Ihr wollt mich doch jetzt auf den Arm nehmen. Paras. Da habe ich dich aufwendig im Käferturnier gefangen. Und jetzt kommst du einfach so aus heiterem Himmel. Habe ich jemanden dabei, der Zerschneider lernen kann? Sowohl Enteron als auch Filino können es nicht. Ach, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Was für ein Mist. Heute bin ich aber wirklich mit Unglück geplagt. Mehr oder weniger. Enteron! Okay, ich nehme wieder alles zurück. Ja, okay. Ein Versuch war es wert. Ja, da muss ich leider wechseln. So. Ah, stopp.
Ja, wir haben Anton gefangen. Sehr gut. Anton, eine Ente vom Typ Wasser, ist 80 cm groß und 19,6 Kilogramm schwer. Es leidet unter starker Migräne, aufgrund deren es Kräfte entwickelt. Danach erinnert es sich an nichts. Anton, ja. Ah, jetzt ist es in Box 3 gekommen. No. Gut. So. Gucken, wie es in der Pension aussieht. Habt ihr schon Babys gemacht? Anscheinend nicht. So. Dann machen wir das so. Wir müssen auf jeden Fall Knofensa mitnehmen. Ich glaube, so reicht mir das gerade. Aber Anton und Enteron, ihr könnt nicht hier bleiben. So, dann gucken wir uns noch den Bericht gerade an. Anton ist pfiffig und nickt auch oft ein. Fähigkeit ist Feuchtigkeit, verhindert was? Verhindert Selbstzerstörung der Kämpfenden. So. Hat Nassmacher, Kratzer, Rutenschlag und Aquaknarre als Attacken und oh, wäre für den Pokéathlon auch ziemlich gut aufzupäppeln. Und dann haben wir hier noch Enteron. Enteron ist sanft und macht oft Unordnung. Fähigkeit ist Wolke 7. Keine Wettereffekte. Hat auch Kratzer, Rutenschlag, Aquaknarre und Aussetzer. Und ist ein bisschen schlechter aufgestellt von dem Pokéathlon. Macht aber nichts. So, dann würde ich sagen, wir treffen uns das nächste Mal schon beim nächsten Ort. Und zwar möchte ich auch noch mal zurück zum Fleckmondbrunnen, denn da gab es ja auch noch ganz viel Wasser. Und ja, wie gesagt, Einheitstunnel lohnt sich nicht, wenn nicht Freitag ist. Aber wir könnten in die Dunkelhöhle und eventuell auch die Alfruinen weitermachen. Obwohl ich glaube, ich. Vielleicht halte ich mir die Alfruinen noch so ein bisschen in der Hinterhand, dass wir das als großes Ganzes mal irgendwann machen können. Und dass wir jetzt erstmal zu den Höhlenforschern werden, die wir sein sollten. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.